zum zweiten Part und ich habe jetzt hier in zum zweiten Part von Ultimate Team, sorry, ja. Die Einleitung war ja richtig schlecht. Wir kommen auf jeden Fall zum zweiten Part und wir haben hier Messi, Neymar und Iniesta drinne und Courtois im Tor. Ich weiß, die haben jetzt nicht volle Chemie, aber das ist auch egal, weil wir spielen ja gegen Computer. Und wenn wir dann mal den Online-Modus anzocken werden, den werden wir uns auf jeden Fall mal gönnen, wenn ich mir die Vollversion hole. Und das könnten wir auf jeden Fall mal machen, ne? So. Und es wird auf jeden Fall schwer, aber mit Messi im Sturm hoffe ich, kriegen wir das ganz gut hin. Oh Gott. Wie schlecht war das denn? Jawohl. Jetzt noch links oben, da machen wir mal angetretenen Schuss. Ich glaube, wir müssen Vollspann schießen. Nice. So, dann gehen wir jetzt mal in-game und werden mal schauen. Lass uns mal überraschen. Okay. Ah, wo war das denn faul? Okay, was ist denn los mit denen, Digga? Stock sitzt auf jeden Fall wieder tief in des Schiris Arsches. Oha. Nice. Also Costa brauchen wir hinten auf jeden Fall als Fels in der Brandung. Oh, wie der zieht Costa, Digga. Nice, Mann, 1-0. Oh, die Aufstellung hat auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Turn. So, Mann, schönen Move, Digga. Was geht ab? Schön Costa in the house, yo. Sehr, sehr schön. So, direkt geht's weiter. Ich bin nämlich jetzt ein bisschen eingewärmt. Eingewärmt, Ische. Nein, natürlich bin ich aufgewärmt. Zack. Boah, Messi, Alter. Guck mal, seine Pace, Digga. Und ich habe wirklich die Schwierigkeit nicht runtergedreht. Das ist einfach jetzt nur die Zerfickung mit Messi. Kaum geht nicht mehr der Jubel. Ah, nee, schade. Ich wollte gerade den Balotelli machen, aber der funktioniert gerade irgendwie nicht. 2-0, Alter, nach ein paar Minuten. Das ist schon eine bittere Pille. Hier muss der Gegner erstmal schlucken. Guck mal, wie durchbrechen, ne? Aber egal. Oh Mann, hier ist halt so eine Fliege vor meiner Fresse, wie im letzten Part. So, wir passen jetzt erstmal ein bisschen rum. So, Neymar, der versteckt sich immer. Immer wenn ich den im Team habe, sehe ich ihn fast gar nicht. Oha. Okay. Da haben sie uns aber gefoult, du Werner. So, einmal Messi. Und wer kriegt den Ball? Keiner. Ich werde gleich einen richtig leckeren Auflauf essen, Leute. Da freue ich mich schon drauf. Also nach der Runde werde ich auch erstmal, denke ich mal, wieder ein paar Tage nichts aufnehmen. Und dann mal schauen, was mir so einfällt. Was ich für euch zocken kann. Oha. Ich nehme ja auch nur auf, wenn ich Lust habe. Und so alle paar Tage kriege ich mal so einen Schub und denke mir, was könntest du mal zocken? Wenn mir nichts einfällt, zocke ich leider nichts, weil ich kein Spiel habe, was ich zocken kann. Zwischenzeitlich. Aber wenn ich ein Spiel habe, so wie FIFA 15 mal die Demo, dann nehme ich für euch gerne mal was auf. Oha. Naja. Mit dem will ich mal den neuen Trick wenigstens machen. Wie ging der denn nochmal? Guck mal, wie er richtig reinkrätscht. Der will mich einfach richtig töten, Digga. Der werden wir mit William am Ball bleiben. Ah, fuck, Digga. Alter, der hat 4 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Skills. Das ist für mich perfekt, also ich mag das voll. Zum Beispiel deshalb spiele ich auch nicht mit Robin oder so. Weil ich mag das nicht, wenn jemand nur 2 Sterne schwacher Fuß hat oder so. Das finde ich, das ist so abgefuckt, wenn man in einer schlechten Position ist für den schwachen Fuß halt. Da kannst du kein Tor schießen. Weil Robin so halt nicht mit dem schwachen Fuß schießen können. Bei Messi habe ich auch so das Problem, aber der ist halt trotzdem einfach zu gut gemacht. Der kann auch mit dem schwachen Fuß Tore schießen, obwohl... Oh jawohl, Alter. Obwohl er nur 2 Sterne hat. Easy, Costa mit dem dritten Tor. Und ich mache mich eine Sekunde stumm. Ich habe gar keine Taschentücher. Oh mein Gott, meine Nase schnupft die ganze Zeit schon. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank, aber nur schnupfen. Hört man vielleicht auch. Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
Okay, Costa will die auch ein bisschen durchpreschen, aber keine Chance. Nice, Digga. Wir führen die Runde mit 3 zu 0, also die Halbzeit. Das finde ich ist schon leicht. Oh, wir haben nur zwei Schüsse. Pff. Wer weiß, wie das zustande kam. Okay, Costa ist ja nicht so der Trickser. Aber ich will mal was austesten. Na, sie greifen nicht an. Die gucken mir eher zu, wie ich zocke. Oha. Oh, ich habe mies Hunger, Alter. Oha, oha. Nein, er macht ihn rein. Ah, okay, war verdient. War gut gemacht. War gut gemacht, Herr Computermeister. Fuck, Digga. Okay, die höchste Flanke auf diesem ganzen Planeten. Aber Courtois ist ja auch 2 Meter, da kann ich ja locker nehmen. Nice, nice. Boah, stell dir vor, von da richtig schön angedreht, bananenmäßig in den Winkel. Wäre auf jeden Fall göttlich. Boah. Okay, Luis bringt die Flanke wieder rein. Oh. Der Tschechomatiko hält ihn einfach. Wir spielen ja Tschech gegen Courtois, ne? Sind ja beides die Chelsea-Keeper. Oha. Boah. Aber war ziemlich zentral, hatten wir Glück gehabt gerade. Okay, zieh durch, Costa, zieh durch. Der ist auch schnell, ne? Wusste ich gar nicht, dass er so krass schnell ist. Oh. Er hätte Messi einen Kopfball gemacht, das wäre auf jeden Fall ein Folgenhighlight. Okay, wir müssen immer gut defensiv stehen. Nice, Diego. Thiago. Boah, ich dachte, ich wäre noch stumm, Alter. Ich habe gerade wieder auf mein Mikro geguckt, weil manchmal vergesse ich das ja, wenn ich auf stumm mache und dann wieder auf laut. Und ich dachte, ich rede gerade wieder andauernd und keiner hört mich. Aber ihr habt mich ja gehört. Mann. Okay. War der lustig? Ja, ich fand den lustig. Ihr? Nein, okay. Okay, ich ziehe wieder mit Costa allein durch. Oh Mann, da kommt schon wieder jemand. Okay, wir sind schon wieder in der 80. Oh Mann, das geht so schnell rum alles hier. Weil dann willst du mit euch eine halbe Stunde Folge machen. Aber da schlaft ihr ein bei FIFA. Oh, mein Controller ist leer. Fast leer. So, William, ich will mal mit dem ein bisschen tricksen. Oh Gott, sind das Trottel, Digga. So, ich hab mit William den Ball. Ich will nochmal einmal den neuen Trick machen. Ah, oh, fuck, Mann. Ich hab vergessen, wie der ging. Ey, faul. Jawohl. Wartet, Leute, wartet. Okay, ich bin ready. Soll ich mal schießen? Komm, ich schieße jetzt einfach mal. No, der war so schwach, Digga. Egal, wir haben die 3 Tore von der ersten Halbzeit ins Endgezogen. Wir haben leider kein Tor mehr gemacht, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug, nein, Spaß. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Mal sehen, was ich da zocken werde. Ich denke mal nicht mehr die FIFA 15 Demo. Irgendwas anderes, aber mal schauen. Also haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüssi.